Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Bewusstseinsanstieg, davon hören wir immer mehr und doch stellen wir immer wieder fest, dass manche Menschen ja vielleicht auch an Blockaden oder Schwierigkeiten leiden, wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder auch bewusste Menschen, die immer wieder sagen, jetzt habe ich doch schon so viel an mir gearbeitet und trotzdem kommen jetzt nochmal alte Themen zum Vorschein. Gibt es da wirklich ja Hemmungen, die uns daran hindern, dass wir in diesen Wachstum kommen? Was das sein kann, das erfahren wir heute von unserem Gast, Dr. Michael Trainer. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Michael, schön, dass du wieder da bist. Hallo Corinna, liebe Zuschauer. Ja, und ich freue mich natürlich, dass wir auch jetzt mal über dieses Thema Bewusstseinsanstieg sprechen. Ich glaube, es fällt vielen Menschen auf, dass sich ein gewisses, eine Öffnung für neue Informationen sich schon gebildet haben, so in den letzten Jahren. Ja, ich merke es ja auch bei Gästen, die bei uns sind, die sagen, boah, bei mir kommen auf einmal Lehrer ins Seminar oder ein Ingenieur, die wären früher niemals offen gewesen für Spiritualität oder Steinheilkunde oder was auch immer. Also es scheint sich ja was zu öffnen vom Bewusstseinsfeld. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Menschen, die schon seit Jahren sehr bewusst durchs Leben gehen und einen gewissen, aus ihrer Sicht auch Aufstieg mitgemacht haben, eine Sensitivität entwickelt haben. Und die wiederum berichten jetzt, ich habe das Gefühl, als ob mir jemand Steine in den Weg legt oder mich zurückkatapultiert. Und da finde ich es natürlich schön, weil du ja durch deine Klienten auch erfährst, was passiert da eigentlich gerade. Ja, genau. Ja, es sind jetzt so verschiedene Varianten, aber wo sind wir gerade, was findet wirklich statt und was hält uns von diesem Anstieg ab? Genau. Also das ist ein großes Thema, spannendes Thema. Und was ich einfach ganz pragmatisch in meiner Praxis feststellen kann, sind Einzelfälle von Leuten, die Blockade auf diesem Aufstieg haben. Und wenn ich das einfach mal anschaue, dann gibt es wie ein ganzes System, ein Netzwerk von Dingen, die den Bewusstseinsaufstieg der Bevölkerung wie blockieren. Grundsätzlich sind wir in einer ganz tollen Zeit, das möchte ich zuerst eingangs auch erwähnen. Ich sehe das daran beispielsweise, dass ein Drittel meiner Klientinnen in der Praxis, die können sich störende fremde Energien selber auflösen mittlerweile. Mhm. Das war früher nicht so, das habe ich immer gemacht mit irgendeinem Geistwesen, das diese fremde Energien wegräumt. Und der Großteil meiner Klienten, ich bringe das denen bei, wie man es macht, ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, wie man sich fremde Energien vom Leib halten kann. Also die können das selber und das wäre undenkbar gewesen, denke ich jetzt mal vor 4-5 Jahren. Also ist irgendetwas im Gang, was uns befähigt, Dinge zu tun, zu machen, zu sehen, zu können, die wir nicht hätten sehen können vor ein paar Jahren. Also das heißt, wir sind in einer Zeit, wo wir immer mehr können, wo konstruktive fremde Energien, Wesen, die uns helfen, immer näher kommen, uns immer mehr unterstützen. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Und viele meiner Klienten haben wie vermehrt Kontakte auch zu außerirdischen Wesen. Das nimmt schlagartig zu im Moment. Und dann, finde ich, sieht man auch, wie du gesagt hast, dass es immer mehr Informationskanäle neben den Massenmedien gibt, die wirklich von Hunderttausenden von Leuten verfolgt werden und wo man sieht, Leute interessieren sich für das Zeugs, was wir da besprechen. Sieht man ja auch immer an deinen Kommentaren, war ja auch immer so eine Überlegung, wo wir damals begonnen haben, über was kann man denn überhaupt sprechen, ja? Und man sieht ja trotzdem immer, die Menschen sagen, voll spannend, dass mal jemand darüber spricht. Natürlich gibt's auch die Kritiker, die sagen, völliger Quatsch, will ich nicht hören, sehen, wie auch immer. Aber ich finde, selbst das öffnet sich jetzt, weil wir ja wissen, wir haben ja auch über die DNA gesprochen oder über die Epigenetik, dass uns ja quasi auch 92% von wichtigen Faktoren in unserer DNA als Müll verkauft worden sind, weißt du? Ja. Und da finde ich immer, wenn du kommst, das ist das, was uns auch als Müll verkauft wurde.
Genau. Ja, genau. Schau da nicht hin. Da gibt's nichts anderes. Ja, ja, es gibt nur den Tisch und sonst gibt's nichts. Ja, glaub nur das, was du siehst. Und was du anfassen kannst. Und glaub nur den. Ja, genau. Den höheren den Autoritäten, die uns sagen, wie es läuft, oder? Genau. Ja, genau. Oder, und ich bin da halt einfach ein ganz pragmatischer, einfacher Mann und höre mir neutral an, was in den Unbewussten meiner Klienten so drinsteckt, und die zeigen mir immer wieder, wo das Bewusstsein blockiert wird, oder? Und vielleicht, um das aufzuzeigen, dass es eben wirklich auch Systeme gibt, die uns behindern, möchte ich das Fallbeispiel einer älteren Dame nehmen. Die Dame lebt in der Nähe, da wo ich arbeite, in Bern. Sie ist, 71-jährig. Und sie kommt aus zwei Gründen zu mir. Sie hat massive Schlafstörungen, aber wirklich massiv. Die kann nie länger als 1 bis 2 Stunden schlafen. Dann ist sie wieder so lange wach. Also die muss über den ganzen Tag verteilt ihren Schlaf holen. Die ist völlig neben den Schuhen. Seit Jahren. Und dazu kommt bei ihr eine totale Unverträglichkeit. Die kann fast nichts essen. Sie kann noch Reis essen, irgendwie Reisbrei. Sonst geht der Bauch in die Luft und schwierig. Mhm. Und diese Frau kommt zu mir und sie ist, das muss ich vielleicht noch sagen, sie ist extrem pessimistisch. Sie findet, die Welt ist schlecht und überhaupt, und morgen ist sie tot. Sie ist schon, ich behandle sie seit Jahren und komme nur langsam weiter, ist ein bisschen mein Problem auch. Und sie kommt immer und sagt, ja, ich glaube, ich sterbe jetzt. Oder? Und das macht sie aber schon seit Jahren. Und zum Glück stirbt sie nicht. Aber sie hat immer wieder das Gefühl, die Ärzte, die sind alle verzweifelt, oder? Und ich arbeite seit Jahren mit ihr und die hat so viele Blockaden, dass ich finde, es ist ein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Menschen im Bewusstseinsaufstieg zu blockieren. Und ich muss da ein bisschen nachschauen, weil ich das nicht alles im Kopf habe. Sie hatte viele hundert Entführungen ins Frequenzband 2. Das sind schlimme Dinge. Wir haben in anderen Filmen darüber berichtet, für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, dass es eben Entführungen in Welten gibt, die wir nicht sehen, aber dort ist es nicht nett. Dort werden die Leute einfach malträtiert. Dann hatte sie Besuche von Shapeshiftern, Nagas, das sind Reptiloide, die können in unsere Welt kommen, die können hier im Studio auftauchen, plötzlich sehen wir die, die können sich dann wieder zum Verschwinden bringen, und die haben sie auch sehr viel gequält. Dann hatte sie ganz komplizierte Besetzungen, Geräte im Körper, Portale. Also sie hat alles Mögliche, was wir da rausnehmen mussten. Sie hat Besetzungen, sie hatte Besetzungen auf dem Höheren Selbst, sie hatte Sklavengene, also DNA, die sie versklaven, ins Leiden bringen. Und sie hat auch Suchtneigungen. Sie ist, vielleicht die interessante Geschichte, sie ist Grüntee-abhängig. Oder? Und Grüntee ist eine gute Sache und so, aber ich habe viele Klienten, das ist ähnlich wie Kaffee, diese Stoffe, Grüntee, Tein, Koffein, Nikotin, das sind ja offenbar verwandt mit den Alkaloiden, diese Stoffe, oder? Und diese bewirken in unseren Körpern, dass wir wie von unserer Seele entfernt werden. Also diese Stoffe sind nicht a priori schlecht oder so, aber sie bewirken etwas, nämlich dass die Anbindung an unsere Seele geschwächt wird. Mhm. Solches Zeug hat die. Und dann, Ende 22, ist sie zu mir gekommen, war total, ich konnte die Sitzung nicht mal durchführen, die wohnt nicht weit von meiner Praxis, die kam nicht in die Praxis, sie sagte, sie kann nicht in den Bus steigen, sie fällt tot um. Wir haben dann online gearbeitet mit ihr. Und dann kam der Glaubenssatz, ich will nicht leben und ich bin Krankheiten ausgeliefert. Und dann haben wir gesehen, ein HIV-Virus einer neuen Generation. Offenbar sind seit Ende 22 eine Art wie neue HIV-Viren unterwegs in der Bevölkerung, die solche Muster auslösen. Und damit will ich einfach zeigen, diese Frau will gesund werden, ist keine Frage, die kommt seit Jahren zu mir. Und wir kriegen es nicht hin. Mhm. Und offenbar gibt es bei ihr noch Dinge, die ich noch nicht entdeckt habe. Deshalb kann ich ihr nicht helfen. Mhm. Und so ist es eben, dass es wirklich ein ganzes System von Strukturen und Technologien gibt, die den Bewusstseinsaufstieg behindern. Und ich habe mal, und ich bitte die Regie, uns ein Bild einzuspielen, wir haben hier eine Liste von Dingen, die ich gefunden habe, die unser Bewusstseinsaufstieg blockieren. Als da sind fremde Energien, also Wesenheiten aus anderen Welten, anderen Frequenzbereichen, die uns stören und krank machen. Dort haben wir ja gehört, gibt es Mikrobesetzer, Erreger, Pilze, Viren und so weiter, Bakterien, Parasiten. Ja, genau.
Dann haben wir die Makrobesetzer, also diese großen Wesen, ein Verstorbener, ein reptiloider Besetzer und so weiter. Und wir haben Strukturen, Geräte, Portale und so weiter. Also das ist ein System, was den Bewusstseinswandel bremsen kann, ganz eindeutig. Dann haben wir technische Großanlagen, das wird mir immer wieder in der Praxis, also ich berufe mich jetzt nur auf Dinge, die ich in der Praxis finde. Es gibt sicher noch viel mehr. Ich finde die halt nicht. Technische Großanlagen, HARP, das kommt immer wieder, dieses System von Antennen, was in Yukon, also da im nördlichen Kanada ist, das stört gewisse Leute bei mir in der Praxis. 5G kommt immer wieder, stört. Und dann aber auch immer mehr jetzt Satelliten. Wenn ich das richtig verstehe, ist ein Teil der Satelliten, die wir im Kalten Krieg in die Umlaufbahn gebracht haben, werden jetzt aktiviert, um den Bewusstseinsaufstieg zu bremsen. Mhm. Dann ein ganz großer Bereich, der die Leute vom Bewusstseinsaufstieg hindert, das sind Medikamente. Im Moment ist das eine Riesengruppe, die bei mir einläuft mit medikamentösen Bewusstseinsblockaden. Das können teilweise Psychopharmaka sein, Blutdruckmittel, dann auch Cholesterinsenker, da gibt es eine ganze Gruppe, die da wirklich die Leute blockiert, und Gentherapeutika. Und bei Gentherapeutika denkt ja kaum jemand daran, aber ein Teil von Infektionen, die wir in den letzten Jahren hatten, wurden ja mit gentherapeutischen Maßnahmen behandelt. Das sind aber Millionen von Menschen, die so behandelt wurden. Da sind Dinge drin, die unseren Aufstieg blockieren können. Dann mach weiter, sind wir bei den Medien. Hattest du auch eine Verbindung zu dem HIV gefunden? Ja. Dass es da mit drinnen war? Ja. HIV, das hatten wir ja gesehen, dass diese Frau, die 71-Jährige, die hatte das. Und die hatte auch die Gentherapeutika? Nein, das hatte sie nicht. Ah, nein. Das finde ich jetzt spannend. Ich dachte, okay. Also das kann sicher auch unabhängig voneinander können diese Dinge geschehen. Also dass du HIV-Viren aufliest, die sind halt in der Gesellschaft verbreitet, unterwegs, oder? Die kannst du auflesen und du kannst gewisse Gentherapeutika im Zusammenhang mit der Pandemie aufgenommen haben. Und das kann sich ergänzen, muss aber nicht eins neben dem anderen. Wichtig ist eben dort, dass ein Teil dieser Medikamente und dieser Therapeutika, die sind so gebaut, dass die auf den Bewusstseinswandel der Menschen reagieren. Das heißt also, wenn unsere Zuschauer bewusster werden, kommen diese Medikamente in Aktion und stören vermehrt den Menschen. Das heißt, der Mensch, der bewusster wird, wird dann plötzlich krank, ängstlich, depressiv. Und das ist wichtig, dass man das nicht dann denkt, ich gehe jetzt unter, sondern dass man einfach weiß, das gehört zu diesen Systemen, die uns blockieren. Gibt es da ein Durchgehen, dass man sagt, okay, ich war, jetzt gehe ich davon aus, ich bin im Bewusstseinswandel und habe jetzt eine Phase, wo ich extrem krank werde oder erkältet oder müde, antriebslos, dass ich durch mein Bewusstsein dann aber auch schaffe, diese Brücke zu überwinden. Ja, sicher, natürlich. Also, dass es mich jetzt nicht dauerhaft unten hält. Genau. Also, sobald du erkennst, welcher Faktor, ich nenne das den kausalen Knoten, welcher kausale Knoten dich eben unten hält und du den findest und auflöst, geht das wieder weg. Mhm. Im Grunde genommen müsste man sich das vorstellen, es gibt einen Bewusstseinsaufstieg. Und es gibt Kräfte, die wirken, dass es nach oben geht, und es gibt Kräfte, die wirken, dass er nach unten geht. Und das können wir nicht wegdiskutieren oder wegglauben oder sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, das gibt's nicht, diese Kräfte wirken. Und dann ist es eben wichtig, dass wir um die Logik dieser Kräfte wissen, dass die Leute bewusst werden, gebildet sind, wissen, wie man das macht, und dann kann man diesen Kräften, die runterdrücken, eben immer wieder den Boden entziehen. Mhm. Und das müssen alle Menschen, die zu mir kommen, immer wieder machen, ich auch. Es ist nicht einfach so, dass ich jetzt sagen kann, hoppla, jetzt habe ich alles gelöst, sondern immer wieder kommen Kräfte, immer wieder merke ich, dass Viren in meinem System aktiv werden. Mhm. Oder es sind zum Teil auch die Kinderkrankheiten, die in uns drin schlummern, die dann plötzlich aktiv werden. Da kommt immer wieder neues Zeug zum Vorschein. Und wenn das nicht so wäre, käme ich nicht mehr hierher, weil dann hätte ich ja schon alles gefunden. Mhm. Aber es ist in der Tat so, dass ich immer neues Zeug entdecke. Ja, ich finde es auch spannend mit dieser Masern-Geschichte. Da wurden wir ja wirklich auch in Deutschland erpresst, ja. Also gerade was die Kinder anging, auch jetzt in den letzten Jahren, dass sie das am Jugendamt gemeldet wird und also wo man wirklich Nachweise bringen musste, wo ich dachte, auch noch interessant, dass da so
in der Richtung so Gas gegeben wird, ja. Genau, genau. Oder es hat sich bei mir sehr klar gezeigt, dass ein Teil der Kinderkrankheiten sind eben Erreger, die uns in der Bewusstseinsentwicklung in den Folgejahren, die jetzt kommen, blockieren werden. Ganz klar röteln, komme ich noch drauf. Also das, denke ich, ist einfach so und man muss damit einfach leben können. So wie, wenn es regnet, nimmt man einen Schirm, wenn man nicht nass werden möchte. Und das ist hier genauso. Also wichtig ist, es gibt ein System, was den Aufstieg blockiert, oder? Aber es gibt immer Maßnahmen, um das wieder auszutricksen. Und vielleicht, wenn wir da noch ganz schnell durchgehen, interessanter Punkt, die Massenmedien. Also ein Teil der Bewusstseinsblockade geht über die Medien. Es ist Krieg, der Strom geht aus, das Geld geht aus, was immer. Das ist natürlich eine riesige Wirkung und auch die Verschleierung, dass dieser Bewusstseinswandel jetzt kommt. Der ist ja schon da, oder? Und viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, spüren das, dass sie plötzlich Dinge können und sie wissen gar nicht, warum. Oder? Und das wird ja nicht öffentlich gemacht, aber auch der Sender wie QS24, die helfen, dieses Wissen unter die Leute zu bringen. Und dann ein Riesenbrocken, was hält uns tief? Ernährung. Das ist eine Riesengeschichte. Ich bin da kein Spezialist, ich sehe einfach die schlimmsten Dinge, die kommen dann bei mir an die Oberfläche. Und etwas Schlimmes sind natürlich die Glutene. Weizen, Dinkelglutene. Oder? Und dort bin ich im Moment gerade dran, ist jetzt ein bisschen aus der Werkstatt geplaudert. Diese Glutene, die gelangen ja ins Gehirn. Das ist ja schon ziemlich bekannt. Es gibt Bücher über das. Und das Verrückte ist, diese Glutene gehen ins Gehirn und aktivieren dort jene Erreger, die im Gehirn sitzen und uns stören. Also man muss sich dann das so vorstellen, Gluten aktiviert wie irgendwelche Erreger in unserem Kopf, die Dinge machen, die uns blockieren, bremsen, in die Angst bringen und wir füttern diese Erreger gewissermaßen mit diesen Glutenen. Das ist nicht bei allen Menschen so, aber bei vielen. Ähnlich ist es mit Zucker, gewisse Genussmittel, halt eben Kaffee, Grüntee. Es ist immer individuell, nicht bei allen gleich, aber diese Mittel können stören. Konservierungsstoffe in der Industrienahrung, die haben solche Wirkungen. Und dann natürlich, klar, das wissen alle, technische Geräte, Computerspiele, Computer, Handys, die haben ihre störenden Effekte auf unser Bewusstsein. Dann genetische Anpassungen ist so ein System, haben wir in anderen Filmen gesprochen, Sklavengene, Rithaltergene, Angstgene, das sind solche Dinge und es gibt zuhauf andere Dinge. Und daraus möchte ich einfach den Zuschauerinnen sichtbar machen, dass es wie ein ganzes Netz, ein System gibt, was den Bewusstseinsanstieg stört. Man kann das aber erkennen, man kann Maßnahmen treffen und dann kann man das ausschalten. Aber es ist ein komplexes Wissen und es braucht wirklich manchmal ein bisschen Grips, um den Dingen auf die Schliche zu kommen. Ja, und auf der anderen Seite denke ich, was diesen Anstieg auch mit sich bringt, dass wir mehr in unsere Selbstverantwortung oder auch Schöpferbewusstsein kommen, dass ich sage, okay, ich muss nicht zwingend permanent in der Angst leben, vom Bösen besetzt zu werden, ja, sondern weil wir auch schon mal gesagt haben, sowohl als auch, Licht, Schatten ist alles da. Ja. Es geht darum, für mich eine Balance zu haben, genau, dass ich weder in die eine, das ist ja das Problem, der eine kriegt in unserer Gesellschaft Angst gemacht von CO2 und der andere kriegt eben Angst gemacht durch Gentherapien oder. Also ich glaube, es geht letztendlich, der Schlüssel ist, um wirklich rauszukommen aus allen Dingen, wo uns versucht wird, uns aus der Mitte zu bringen. Und dass man wirklich sagt, okay, ja, dieses in sich klar zu sein. Ja, genau. Aber ich denke, dass man das kann, braucht es ein gewisses Maß an Wissen und an Selbstvertrauen und eigentlich auch das Wissen, dass eben neben diesen störenden Dingen, die wir da besprechen, gibt es ja auch Dinge, die uns helfen. Also das Vertrauen, dass in unserem Unbewussten Dinge schlummern, die uns helfen, das auszuschalten, was uns stört, dass wir von Wesen begleitet werden, die uns helfen, dass wir zu Therapeuten gehen können, die mit Engeln oder Geistwesen arbeiten, die uns diesen ganzen Plunder wieder rausnehmen können. Das ist eben auch wichtig, dass man diese Zuversicht hat, oder?
Ja. Und es gibt natürlich Leute, denen ihre Aufgabe ist es nicht, diese Blockaden zu bremsen, sondern denen ihre Aufgabe ist es, diese Blockaden aufzubauen. Und die würden dann finden, was ich da sage, ist so ein Schmarrn, weil das ist nicht deren Welt. Oder von daher muss man sich immer wissen, Wahrheit ist immer zielgruppenspezifisch. Mhm. Und es gibt eben, und das hoffe ich jedenfalls, dass wir im Publikum Leute haben, die eben diesen Bewusstseinsaufstieg machen wollen, Systemveränderer beispielsweise, und bei denen ist eben wichtig, dass sie das wissen. Auch wenn andere Leute über das alles lachen, ist es wichtig, dass die richtigen Leute wissen, dass es das gibt und dass man es ausschalten kann. Es ist wie wenn man schlafen will, man kann das Licht ausschalten. Es geht einfacher. Man muss es einfach wissen. Mhm. Ja, und interessant finde ich ja auch die verschiedenen Reaktionsmuster. Gibt es Menschen, die hier inkarniert sind, die wie so in verschiedenen Klassen unterwegs sind? Dass die eher so Grundschule vom Bewusstsein sind und die anderen eben schon ein anderes Fähigkeit haben, die Welt zu betrachten. Weil man sieht natürlich auch in unserer Gesellschaft Menschen, die reagieren, wenn neue Betrachtungsweisen diskutiert werden, die reagieren dann aggressiv. Ja, also die würden jetzt sowas von dir hören und würden richtig in Rage kommen, genau. Und sagen, was ist denn das für ein Und da denke ich mir immer, wo kommt denn diese Energie her? Also ist es dann eben der Klassenstufe geschuldet, die wir jetzt halt in den Inkarnationen schon durchgemacht haben, dass jemand anders wie wir, uns kannst du ja wirklich ganz viel erzählen, ja. Und wir beobachten. Und ich finde es spannend und ich würde da jetzt, ich gehe da nicht in irgendeine aggressive Gegenwehr, warum auch. Genau. Und da weiß ich nicht, was da, genau. Was hast du da für Erfahrungen? Ich meine, dass die so aggressiv reagieren, werden wahrscheinlich nicht zu dir kommen. Genau, die finden ja, ich spinne. Ja. Und das ist ja auch ganz okay so. Ja. Also das ist eine schwierige Frage. Und ich kann dir einfach die Antworten geben, die mir dazu einfallen. Mhm. Und ich habe Mühe damit. Manchmal kommen zu mir Leute in die Praxis und sagen, wissen Sie, ich bin eine alte Seele. Ich bin jetzt da für diesen Bewusstseinswandel. Mein Nachbar ist eine junge Seele, der hat keine Ahnung. Ich nehme das nicht so wahr. Für mich ist das Modell junge Seele, alte Seele, das funktioniert für mich gar nicht. Genau, das wollte ich wissen. Also ja. Wirklich überhaupt nicht. Also wenn Menschen ein anderes Bewusstsein für diese Zeit haben, die jetzt kommt, als vielleicht die Schulmedizin, dann hat das nichts mit Reife zu tun, in meinen Augen, sondern das hat zu tun, für welche Aufgaben man hier inkarniert worden ist. Also wenn die Aufgaben in der Seele drin sind, du solltest am Bewusstseinsaufstieg arbeiten und den fördern, dann hast du Informationen und Wissen und Gefühle und Gespüre für das. Mhm. Und wenn jetzt einer die Aufgabe hat, der Gegenspieler zu sein, der die Suppe kaputt macht, dann ist er eben anders. Und dann ist das nicht, weil das eine dumme Seele ist oder eine junge Seele. Verstehst du? Ich habe da sehr, ich finde das nie, dass es junge und alte Seelen gibt. Ich sehe, dass es verschiedene Seelen gibt, das sehe ich. Und dass hinter den Seelen verschiedene Wesen stehen, die unser Seelen-Ich antreiben. Und dazu habe ich ein Bild mitgenommen, das bitte ich die Regie jetzt einzublenden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auf der unteren Ebene bei 1 stehen 3 Personen. Mhm. Ich hoffe, alle können das sehen. Und jetzt links, fangen wir mal links an. Links ist der klassische Mensch. Der klassische Mensch hat ein höheres Selbst im Frequenzband 7. Das Frequenzband 7 entwickelt eine Seele. Und mit dieser Seele kann man hier als Corina oder Michael inkarnieren. Das ist die Nummer 1. Und der hat vielleicht schon hunderte Leben hier gemacht und zu seiner Aufgabe gehört es, Kinder zu zeugen, hier zu sein, das Land urbar zu machen, hier zu leben. Dann gibt es aber, wie wir schon gehört haben, das ist das Modell 2 hier, Menschen, die sind Traveler, das heißt, das sind außerirdische Wesen, die für diese Wendezeit eine Aufgabe haben und die inkarnieren jetzt nicht direkt bei uns, weil sie mit ihren Körpern nicht hier leben können, sondern die legen sie schlafen und geben ihr Bewusstsein beispielsweise an einen Menschen weiter, der hier inkarniert. Oder, und das sind ganz andere Konzepte und ganz andere Aufgaben, die dahinter stehen. Oder, und das ist noch ein Fallbeispiel, was ich mitgebracht habe.
Die dritte Ebene, das ist dann nochmal andere Wesen. Es gibt Wesen, die inkarnieren nur einmal auf diesem Planeten oder sogar nur einmal in diesem gesamten Universum. Das sind, wenn ich das dann verfolge und versuche systematisch zu verstehen, würde ich das mal einfach, damit es verständlich ist, sagen, das sind wie Engelbewusstseine, das sind Engelwesen, die beschließen, einmal auf der Erde hier zu inkarnieren und irgendwie zu helfen in dieser Übergangszeit. Oder, und die haben nicht mal eine Seele, wenn man hier genau hinschaut, die haben keine Seele. Es ist nur rot und gelb. Es gibt Wesen, die brauchen keine Seele, um hier zu inkarnieren. War schon mal so jemand bei dir? Oft. Mhm. Ich hatte sicher 30 Leute, die keine Seele haben. Und das heißt nicht, dass die seelenlos sind, sondern das heißt, ihr Geist, ich brauche kein Seelenmäntelchen für die Lebensaufgabe, die sie hier haben. Wie leben die eigentlich hier? Also da gibt's ja auch so Typen, ja, ja. Wo du vielleicht, erkennst du schon, wenn so jemand kommt, was der für eine Eigenschaft hat? Ja, manchmal erkennt man die ein bisschen daran, dass sie ein bisschen weltfremd sind. So ein bisschen leicht autistisch vielleicht. Vielleicht ein bisschen autistisch oder sie finden einfach, die Welt ist schrecklich, die Menschen sind böse oder so. Das sind oft solche Wesen, die mit den Erdgegebenheiten schlecht vertraut sind und keinen Seelenkörper haben, der ihnen hilft, hier zurechtzukommen. Ich sage immer, die Seele ist wie ein Navi-System. Dort hast du sehr viele Informationen, die dir helfen, hier klarzukommen. Und wenn du kein solches Erdnavi-System hast, namens Seele, hast du weniger Informationen, um dich hier zurechtzufinden. Und was haben Sie jetzt dann für Aufgaben hier? Solche Wesen, die zum Beispiel jetzt eben keine Seele haben, dann kann man dann sagen, ist jetzt das eine alte Seele oder eine junge Seele, um bei deiner Sprache zu bleiben? Das sind extrem junge Seelen, die waren noch nie hier. Aber die haben ein hohes spirituelles Bewusstsein und kommen vielleicht als Propheten, die uns Neues bringen. Und man würde sagen, eine große alte Seele. Von wegen. Einziges Mal hier, lebt vielleicht 30 Jahre hier, Auftrag beendet, stirbt, kommt nie mehr hierher. Also so verstehe ich das eher, was hinter unseren Seelen ist. Und jeder hat hier andere Geschichten, andere Ursprünge, andere Ziele. Und deshalb ist es vielleicht so, dass uns auf diesem Sender nur 5% der Bevölkerung zuschauen. Und die anderen finden das nicht wichtig, weil es ist nicht wichtig für sie. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Und es ist eben so, ich hatte da noch so ein Fallbeispiel, dass eben eine Dame, die bei mir war, die hatten wir im Film 33 schon da, die ist die Buschauffeurfrau, vielleicht erinnerst du dich. Oder und bei der ist ausgekommen, dass die wahnsinnige Ängste hat in ihrem Leben und dahinter steckt bei ihr ein Rötelnvirus, Rubiviren sind das, und die lösen bei ihr riesige Ängste aus, in ihre Aufgabe zu kommen. Oder, und kombiniert mit EBV, das hat sie auch, Epstein-Barr, wird ihre Hellsichtigkeit eingeschränkt. Wesen, die so inkarnieren, die haben Fähigkeiten, das haut uns glatt um. Aber die werden dann halt auch blockiert und sind in diesem System des Wachstums, Bewusstseinswandels, werden die gebremst durch diese Dinge und das ist einfach wichtig, dass wir sehen, man kann dieses System erkennen, durchschauen und wie im Slalom umfahren. Aber es ist immer eine Hausaufgabe, immer wieder zu schauen, wo werden wir gebremst. Und genauso ist es auch die Kraft, dass wir immer wieder schauen, wo kommen Kräfte, die uns anheben. Und das ändert sich ständig. Ich sehe ständig, das ändert sich. Jetzt sind es plötzlich Erreger, die meine Praxis füllen. Dann sehe ich, es kommen plötzlich Wesen aus anderen Welten zu uns. Das ändert ständig, oder? Und das ist das Faszinierende an dieser Zeit, dass das so schnell so viel ändert, um in deinen Worten zu sagen, die 90%, die wir nicht brauchen, erwachen jetzt und da kommt so viel auf uns zu, so viel Neues, dass wir wirklich jede paar Wochen einen neuen Film machen können, weil ich immer so viel Neues entdecke. Ja, ist schon spannend gerade, ja, wirklich. Vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, dass auch diese Besetzungen einfach für eine gewisse Zeit da waren, um auch gewisse Fähigkeiten noch zu unterdrücken, sozusagen als Helfer, weil sonst wären wir wahrscheinlich alle eingewiesen worden in psychiatrische Kliniken. Genau. Und jetzt im Kollektiv einfach ein höheres Bewusstsein. Es fängt ja jetzt eigentlich mit ganz einfachen Dingen an, wie so, jetzt denke ich an den und dann ruft er direkt an.
Jawohl. Oder ich denke an irgendein Ding oder an eine Materie und die begegnet mir auf einmal permanent. Mhm. Also durch diese Anfänger-Themen werden wir ja jetzt drangeführt, auch Menschen, die sich mit diesem Thema noch nie beschäftigt haben. Ja, genau. Das denke ich auch. Die Zeit ist eben eine ganz tolle Zeit. Sie wird uns ein bisschen mies gemacht durch ein System von Bremsfaktoren. Aber ich sehe das sportlich, oder ich möchte alle dazu ermuntern, das sportlich zu sehen und nicht in Pessimismus zu verfallen, sondern wenn wir eben bewusst werden wollen, müssen wir bewusst sein. Mhm. Und Bewusstsein heißt, wir müssen Wissen haben, wir müssen wissen, wer wir sind, wo der Ausgang aus dem Kino ist, dass wir aus diesem komischen Film rauskommen. Das setzt eben voraus, dass wir uns bilden und Informationen aufnehmen, und das gehört zu diesem Bewusstseinswandel. Und wichtig ist zu wissen, genau so wie es ein System gibt von Dingen, die uns im Bewusstsein bremsen, genauso gibt es ein System von Dingen, die unser Bewusstsein erhöhen. Und da könnten wir den nächsten Film drüber machen. Da freue ich mich drauf. Einfach zur Motivation auch, dass es eben, wenn jetzt Therapeuten oder Kollegen von dir zuschauen, die sagen, boah, ich möchte da auch ein bisschen die Fähigkeiten in meine Praxis integrieren, gibt es da Möglichkeiten? Ja, unbedingt, oder? Ich gebe mein Wissen so gut und einfach wie möglich weiter. Ich habe über 30 Filme auf meiner Homepage mit euch, QS24, gemacht. Und diese Filme sind wie im Grunde genommen eine Vorlesung gemacht, sind nummeriert. Am besten fängt man vorne an, dann versteht man immer mehr. Und dann bilde ich ja auch Leute aus, Therapeuten. Und ich gebe Kurse, wo man sich einschreiben kann. Und immer mehr Absolventen von mir sind in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz unterwegs. Und man kann sich dieses Wissen holen. Und natürlich, ich habe ein Buch geschrieben, ist jetzt in der dritten Auflage. Und das wird rege gelesen. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns überall Wissen holen, was uns diesen Bewusstseinswandel und wie wir den Slalom gut hinkriegen, hilft. Mhm. Super. Genau. Vielen Dank, Michael. Ich freue mich auf unser nächstes Interview, wo wir auch so die ganzen Beschleuniger nochmal lernen. Und bis bald. Danke. Bis bald. Wiedersehen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen aus dieser spannenden Welt und immer wieder beeindruckend, was es alles für Themen gibt und wo wir uns doch nochmal öffnen können. Und wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald. Tschüss.